Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Darklaw mit mir, dem Leviathan 2. Ich möchte mich fürs letzte Mal entschuldigen, da hat etwas beim Sound nicht gepasst. Ich hoffe aber, dass es dieses Mal besser ist und wenn es euch beruhigt, ich hatte auch Probleme damit. Ich glaube, ich habe es immer wieder genug gesagt, dass ich da irgendwie... dass es einen Gegner gab, der nicht sterben wollte und dieser Gegner musste ausgerechnet eine Biene sein. Zumindest sein Geräusch wollte nicht sterben. Perfekt, am Anfang des Parts schon zu husten. Naja, wie auch immer. Wir gehen hier zum... was sind wir? Ist das nicht hier der... Das ist doch der... Sonne- und Mondtempel, Eingang, Dings, Bums. Ja. Hä, wo war ich denn jetzt dazwischen? Egal. Mit denen, die haben uns wahrscheinlich immer noch nichts zu sagen. Wir können in dem Sinne nichts anderes machen, als einfach mal wieder ein bisschen weiter den Dungeon zu erkunden. Wie immer und immer. Ach, die Dungeons sind einfach viel zu lang. Obwohl, ich bin noch lange nicht hier. Hey, ich glaube, jetzt hört ihr zum ersten Mal die Musik, die ihr spielt, sofern ihr das Spiel noch nicht kanntet. Ein angenehmer Ton. Sonnen- und Mondtempel. Hier gibt's nur drei. Manchmal frage ich mich echt, was hier... was das Problem des Spiels ist. Auf dieser reduziert... auch... was? Oh Gott. Also, ich heiße das, ich... keine Ahnung, Gefährten. Heißt das, die Waffen können nicht getauscht werden, oder wie? Das ist ja hier nicht das Problem. Och, gleich hier schon zwei Atlasse. Das macht das Ganze recht viel einfacher. Hier noch die Mumien erledigen. Ja, verdammte Mumien. Stirb. Fertig. Ich mag's nicht, wenn Gegner immer wieder aufstehen. Das war auch nicht gerade fair, aber... naja, versuchen wir es mit dem Reparaturpulver, sonst muss ich den Charakter wechseln. Geht doch. Dann verstehe ich einfach nicht, was das Problem an der eingeschränkten Zone ist. Wenn es daran liegt, dass ich die Waffe einfach nicht wechseln kann, einfach das Problem ist, dann habe ich kein Problem, weil... Steinschlüssel. Weil, wer möchte schon die Waffe wechseln? Wenn man schon die beste ausgerüstet hat. Und einen Windstein. Gut, glaube ich. Mit Select geht das viel schneller. Wusste ich das vorher schon? Ich habe jetzt einfach Select gedrückt. Warum habe ich Select gedrückt? Keine Ahnung, ich habe einen Baum erhalten. Ach, mit 13... ja, egal. Ich glaube, ich bin ein bisschen beim Monster Hunter. Baum. Und dann machen wir es doch einfach hier. Nein, keine... Und... Mumien! Na, du bist immer noch nicht stark genug. Ja, der. Ja. Hahaha. Solange keine Bienen auftauchen, kann auch Goro was bewirken. Goro? Goro heißt er, oder? Reparaturpulver. Das ist immer nützlich.
Also gegen Mumien ist Goro effektiver, sofern er sich nicht treffen lässt. Der Fluch der Nahkämpfer. Und da geht's runter. Wow. Ich höre eine Biene. Oh. Und ich höre einen Bomberkopf. Was? Geht eigentlich noch? Hehehe. Bombe erhalten. Angriff plus 1. Hey, die Karte. Oh Gott. Und nur noch ein Atlas irgendwo auf dem Weg. Mime. Okay. Zuerst noch Reparaturpulver. Die Waffe scheint in der Hinsicht ein bisschen angeschlagen zu sein. Wo habe ich noch Reparaturpulver? 2 Stück. Von mir aus. Versuchen wir doch mal noch die Bombe aus, wenn wir die Gelegenheit kriegen. Hier. Ich glaube, wir wechseln ihn gleich noch aus. Ich möchte da nicht wirklich irgendwelche Heil-Items verschwenden, wenn dort oben gleich eine Quelle ist. Genau diesen Sound hat es den ganzen letzten Part lang gemacht. Ewi. Entschuldigung. Und Bomberkopf. Einfach nicht in der Nähe stehen bleiben. Gut, dann dort oben. Die Frage ist, ist die Truhe interessant genug? Komm, beweg dich. Danke. Ah, jetzt glaube ich verstehe ich, was das Ding macht. Eben meine Waffe kriegt keine Aufladung. Das war ja der Steinschlüssel hier wahrscheinlich. Dann hier der Atlas. Schnell noch ein Bad nehmen. Na komm, machen wir die beiden doch noch schnell. Also schauen wir uns zumindest die Truhe an. Ja, ist nur eine kleine. Eingangsschlüssel. Ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen werden. So. Dann nochmal alle Charaktere baden lassen. Und den Hauptcharakter nehmen. Letzter Atlas. Und Zimmer erhalten. Zimmer kann ich, glaube ich, sogar brauchen. Also ich kann auch Bäume gebrauchen, aber ich glaube, ich habe ein Gebäude, wo ich das Zimmer einsetzen kann. Naja, mal schauen. Ich glaube, ich mache gleich noch die nächste Ebene mit. Gleich wieder im Anschluss. Jetzt sind wir um einiges besser, wie soll ich sagen, dran, wenn es darum geht, den Dungeons am Stück mehrere nacheinander zu machen. Weil nur schon von wegen dem Durst und all dem Zeugs. Weil es nur schon ein Charakter länger bleiben kann als, keine Ahnung,
die beiden Charaktere, die wir am Schluss des ersten Dungeons hatten. Glaube ich. Königsschiefer. Hier. Weitergehen. Die beiden Gegner sind mir egal. Zur nächsten Ebene. Kurze Stille. Kommen Sie schon, Ungaga. Ungaga, was ist mit Ihnen passiert? Ich habe gehört, dass Ungaga der Stärkste in der ganzen Muska-Wüste ist. Das ist vorbei. Ungaga konnte Dorf nicht beschützen, als Krieger versagt. Ungaga nicht stark. Wissen Sie was? Es ist ein Unterschied, ob man wirklich stark ist oder einfach nur stark im Kampf. Ha, was meinen Sie? Was halten Sie von Levia? Der Junge ist eben, der eben bei mir war. Was ich denken? Umgang gar nicht verstehen. Ich fühle etwas Starkes in diesem Menschen. Wie eine Macht im Herzen oder etwas, das aus seinem Inneren kommt. Ich weiß es nicht genau. Levia stark, Umganga schwach. Bah! Also versucht da unser kleiner Koboldhelfer, oder wie ich ihn auch nennen soll, Umganga aus seiner Depression rauszuholen. Na, ich glaube, wir können ihm damit helfen, wenn wir ein bisschen seine Dorfpopulation wieder auf Vordermann bringen. Also wirst du in dieser Ebene schneller durstig. Ich werde eindeutig schneller durstig. Aber das ist okay. Ich habe, glaube ich, genug Wasser dabei. Ist aber schon extrem viel schneller durstig. Ich habe eine Treppe. Die brauche ich auch. Devia! Ha, der heißt fast so wie ich. Aber nur fast. So. Ich glaube, hier brauchen wir wieder die Ruby. Die Phantome aus dem Himmel. Autsch. Das war nicht fair. Naja. Ich meine natürlich dieses Phantom, nicht mich. Ach, komm, du stirbst schon. So. Nime. Oh, das war nicht schlecht. Und weg. Geld. Ich hätte jetzt zwar ja auf etwas gehofft wie einen Königsschiefer, damit ich die Gegner in Ruhe lassen kann, aber Geld ist auch okay. Ja, komm jetzt. Kaum mehr Leben. Komm schon. Zack. Weg mit dir. Und eine Karte, das ist süß. Dann gehen wir doch zuerst mal auf die andere Seite und schauen, ob wir dort noch irgendetwas Wichtiges finden. Meine ich das nur, oder ist der Tempel so ausgelegt, dass sobald wir Xiao verlieren, sind wir hier durch? Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich... Na egal, ich gehe zuerst da hinten hin. Ach komm schon. So. Oh, bestes Huhn. Und heilig. Gut, dann keine Ahnung, langsam gehen wir wahrscheinlich sowieso die Themes-Slots aus. Ich gebe ihm jetzt hier mal das Wasser. Wenn ich
den ich brauchen würde, würde ich ihn nicht töten. Ach komm, dass dich die Explosion noch getroffen hat, war auch unfair. Die Explosion sieht sowieso ein bisschen billig aus, hat nicht mal einen Soundeffekt dazu. Ich könnte durch die Geheimnistür schreiten und bessere Sachen kriegen, aber ich bin nicht an besseren Sachen interessiert. Das ist die falsche Seite, dann muss ich sehen. Und dies und das. Ich habe dies und das erhalten. Upp, ein bisschen weg. Ist das sowas, wie wenn ich irgendwie in der Truhe was zu essen finde, das kalter Arsch mit Schneegestöber heißt, weil das gab es bei uns zu Hause viel. Irgendwie, wow. Das war komischer Lag. Was müsste das Aufnahmeprogramm für etwas kompensieren, das es nicht leistet? Wie viele Gegner sollen mir sich hier noch in den Weg stellen? Eine weiche Banane. Also, so, zuerst mal die Gegner hier. Weil wenn die Gegner hier alle tot sind und den Königsschiefer nicht... Oder so. Geben, wollte ich sagen, dann könnte ich wenigstens auch von hier verschwinden, ohne dass es jemanden interessiert. Aber sie haben ihn gegeben. Zum Glück. Das klingt größer als normal. Wow, zum Glück bin ich nicht an dir interessiert. Wir haben einen Zauberkristall. Einen Bomberkopf, auch uninteressant. Dann noch Gefährten. Soll ich jetzt ihm noch den Broker's House? Okay, geben wir ihm noch schnell was zu trinken. Dann kann ich gleich noch schnell den Rest hier die Truhen öffnen gehen mit ihm. Voll in die Truhe reingelaufen. Voll in den Mimen reingelaufen. Und wir haben Feuer erhalten. Ach, ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Ja, 4 Truhen in einem Raum wären zu viel gewesen, das weiß ich auch. Aber ich habe zumindest gehofft, dass es nicht 3 Mimen sind. Naja. Wir benutzen den Königsschiefer hier. Und gehen raus. Weitergehen. Verließ kurzzeitig verlassen. Wer weiß, vielleicht kommen wir sogar zu einem Händler. Also können wir uns sogar einen Händler machen. Obwohl, ich glaube, ich habe noch keinen Charakter bekommen. Das ist noch ein kleines Problem. Muskalaka. Editor-Modus. Also, was können wir schon mal zusammenbauen? Platz, Totempfahl für jede Familie. Seine Augen verraten seine Kühnheit. Und es ist wahrscheinlich niemand von hier. Einheimisch, aber nicht hier ansässig. Ja, das sind alles komische Sachen. Ja, immerhin haben wir jetzt mal die Treppe. Totem haben wir noch nicht. Die hier haben wir. Hier fehlt jetzt auch. Was ist denn das? Dies und das. Verschiedene Kleinigkeiten. Okay. Und Bäume für die Oasen haben wir. Und Bäume so und Straßen so. Aber sonst glaube ich einfach, naja, nicht wirklich was. Ich gebe jetzt hier mal noch das Broke's House. Ein Ort zum Stehen. Keine Ahnung, eine Wüste ist so ein schlechter Ort, um etwas zu
machen. Na ja, egal. Ich habe hier eine Truhe gesehen und ich werde... Und Totenmann. Ich werde nicht zurückschrecken, sie zu holen, wollte ich sagen. Was ich auch nicht tun werde. Und wir haben hier noch Brokes Haus. Es ist zwar ein bisschen unfair, weil wir ihn noch nicht gerettet haben, also... Aber er hat ja sowieso nichts. Wow, wow, wow. Bitte nicht. Und wir haben hier auch nichts. Nee. Na doch, da. Ich habe mir doch gedacht, es wird doch irgendwo eine Truhe geben. Schön, die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Große Heilkraft. Das ist eine große Heilkraft. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als kleine Heilkraft, aber... Ich habe große Stärketrank. Normal ist das ein rot klebriges Gefäß. Keine Ahnung. Ah, hier. Ah, halt alle Zustände. Okay. Ich glaube, ich gehe noch schnell da ins Dorf. Nee, ins Dorf nur. Ja, das, was ich brauche, ist ja... Ich habe gesehen, Wasser und Nahrung habe ich noch genug, aber ich gehe noch ein bisschen Zeug verkaufen und gleich auch noch Reparaturpulver einkaufen. Und da kann ich auch gern mal wieder ins Heimatdorf zurückkehren. Der alte Gaffer ist ja immer noch hier. Hallo. Ich kann bei dir auch Goldbarren einkaufen. Okay. Dino-Töter. Also gut, du kannst von mir haben, was kannst du von mir haben? Den Hahn kannst du von mir haben. Der nervt mich kaum ein bisschen. Wie wär's denn mit einem Stein? Der gibt dir zwei. Aber gib mir einen Slot. Geheimgang, Schlüssel. Da habe ich schon einen. Da brauche ich keine zwei von. Pochende Kirsche. Giftapfel. Das ist eigentlich schon gut, was ich habe. Ich sollte es nur einfach auch mal benutzen. Angelköder brauchen wir keinen. Leistungspulver. Nein, wie gesagt, den Rest können wir eigentlich behalten. Es ist nur... Warte. So. Nee. Gut, dann bin ich sogar... Was? Nein! Naja, wenigstens sind sie alle wieder am gleichen Ort. So. Gut, danke. So. Und ich habe eine Truhe gefunden. Kürbisflasche. Was, eine Kürbisflasche? Wieso liegt hier eine Kürbisflasche rum? Gegenstände. Eine Kürbisflasche. Das weiß ich sogar noch nach Monaten, was die bewirkt. Sie hat... Einer von den beiden. In dem Tempel scheine ich sehr viel zu gebrauchen, deshalb kriegt sie noch ein Getränk mehr. Yay, hast du sonst noch irgendwelche Truhen für mich rumliegen? Du, mein Heimatdorf, du. Dort hinten. Hallo, Mom. Paradiesfrucht! Erhöht das nicht die Leben von einem, jemandem, irgendwem? Ah, das beste Hühnchen vielleicht auch. Am teuren Tag Nachmittag. Gegenstände. Ich sollte vielleicht öfters mal die alten Sachen
Erhöht die maximale GP-Zahl. Ja. Auch etwas, das sie haben können. Es ist die Defensive, die vom Lieblingsessen erhöht wird. Das ist möglich. So, anscheinend haben wir hier dann sonst doch nichts. Ja, oder zumindest nichts, was ich jetzt noch die Lust aufbringen würde, das ganze Dorf abzurackern. Obwohl, anscheinend belohnt mich das Spiel ja dafür, wenn ich das Dorf wieder mal abrackere. Alle irgendwie froh darüber. Naja, wie auch immer. Wir gehen zurück. Können wir, glaube ich, gleich wieder hier. Genau. Wir können ja gleich zum Sonnen- und Mondtempel hingehen. Ja. Und hier dann den Part beenden. Ging ja schon lange genug. Oh, Truhe. Die nehme ich mir noch, bevor ich den Part beende. Noch eine Kürbisflasche, noch eine Kürbisflasche. Ein Gegenstand. Jetzt haben alle gleich viel. Viel besser. Okay, gut, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part auch wieder ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich, bis dann.